Hallo und herzlich willkommen beim Webinar „Wie wird Ihr Produkt integraler Bestandteil der IoT-Welt?" Mein Name ist Marcel Grabe. Ich bin Softwareentwickler bei Steinl Solutions in Einsiedeln, wie Sie wahrscheinlich unschwer an meinem Akzent erkennen können, in der Schweiz zu Hause. Ich arbeite seit 25 Jahren als Software- und Hardwareentwickler und im Speziellen seit 10 bis 15 Jahren im IoT-Bereich. Ich möchte Sie heute durch folgende Punkte führen. Zum einen das Projekt selber, wie wird Ihr Produkt zum Produkt 2.0? Und dann möchte ich in die Technologie zu sprechen kommen. Was ist IoT? Was gibt es dort für Bestandteile, für Technologien? Und zum Schluss möchte ich Ihnen zwei Beispiele vorstellen, die wir umgesetzt haben und welche Antworten wir dort gefunden haben. Wenn Sie ein IoT-Projekt machen, fangen Sie typischerweise mit der Idee an. Sie haben ein Problem erkannt beim Kunden zum Beispiel, um ein Problem bei ihm zu lösen. Sie wollen Kosten sparen, Sie wollen Arbeitszeit sparen, Sie wollen intern Überwachungen von Betrieben machen, zum Beispiel Industrieanlagen, ganz verschiedene Ideen, die auf Sie zukommen oder Probleme, die Sie lösen wollen. Fangen Sie bei den Use Cases an. Das heißt, überlegen Sie sich, was löse ich damit für ein Problem? Was bringt das Ganze überhaupt? Machen Sie Steckbriefe davon. Ideal sind Innovationsworkshops, wo Sie mit mehreren Abteilungen in-house arbeiten, um diese Use Cases auszuarbeiten. Überlegen Sie sich, wie passt das am besten auf uns Produktportfolio, um das internetfähig oder netzwerkfähig zu machen. Gehen Sie in Studien rein, sprechen Sie mit Ihren Anwendern, verifizieren Sie, was Sie gemacht haben, was Sie sich ausgedacht haben. Vielleicht sieht der Kunde das anders oder es gibt Ihnen Feedback, wie Sie Ihr Produkt noch besser gestalten können. Und erst dann fängt eigentlich gar die ganze Technologieüberlegung an. Sie haben jetzt die Anforderungen für ein, zwei Use Case, den Sie umsetzen möchten. Überlegen Sie sich ab dann, welche Technologie am besten passt und nicht am Anfang des Projektes. Idealerweise starten Sie mit einem Pilot, machen Tests und versuchen dann, den in das fertige Produkt zu überführen. Eine große Diskussion ist immer, was bedeutet überhaupt Internet of Things? So eine globale Antwort gibt es nicht. Ich habe hier mal zwei Definitionen aus dem Internet rauskopiert. Zum Beispiel Google Cloud sagt eben, das Internet der Dinge ist ein sich ausdehnender Bereich von Technologien und Anwendungsfällen, der keine klare, eindeutige Definition besitzt. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt schlauer sind als vorher. Ich war es im ersten Moment nicht, muss mir ziemlich lange Gedanken dazu machen. Wie wir eigentlich oder wie es auch in der Literatur häufig IoT gesehen wird, es ist ein Referenzmodell. Stellen Sie sich vor, als das Internet neu entstanden ist vor 30 Jahren oder auch schon länger, das Neue war eigentlich, dass Computer auf einmal miteinander vernetzt waren, miteinander sprechen konnten und das weltweit. Und das Gleiche passiert jetzt auch im IoT-Bereich. Es sind Produkte, Dinge, die neu miteinander vernetzt sind und miteinander schwätzen können. Es ist nicht so, dass das zwingend über Internet laufen muss. Da würde die Definition sicher zu kurz greifen, sondern geht immer um diese vier Layers, wo wir eigentlich darüber sprechen. Wir haben Dinge, die über ein Netzwerk verbunden sind, über eine Technologie, meistens Daten in eine Datenbank liefern, in eine Plattform, an welche Applikationen, Smartphones, ERP-Systeme angehängt sind. Wenn wir das mal im Detail anschauen, bei den kleinen Geräten, hier unser HPD2, der Leute zählt, haben wir Sensoren. Wir haben Gateways, das ist ein LoRa-Gateway, das setzt LoRa um in Internet, das heißt, am Schluss gehe ich über Ethernet oder über GSM raus und komme so einen Schritt weiter in ein anderes Medium. Oder ich habe
Sensoren wie dieser Schließzylinder, welcher zum Beispiel automatisch aufgeht, wenn das Building Management einen Feuerfall signalisiert. Das sind kleine Geräte, die recht intelligent und smart sind. Ich habe aber hier große Herausforderungen bei diesen Geräten. Meistens haben die Batterien und müssen mehrere Jahre damit laufen. Sehr schwierig. Sind also nicht an einem Stromnetz angehängt direkt. Ein sehr schwieriges Thema, wo wir immer sehr viel investieren in der Entwicklung, ist der ganze Bereich der Antenne. Die Technologie definiert zum Beispiel, wie groß eine Antenne sein muss. Und mit der Größe der Antenne definiert es dann auch, wie groß ein Gehäuse sein muss. Meistens fängt das Design immer bei der Antenne an, weil das sehr stark definiert, wie das ganze Thing danach aussieht. Man kann die Physik hier nicht überlisten. Ein Sub-Gigahertz-Technologie braucht halt die größeren Antennen als ein BLE-Mesh, welches auf 2,4 Gigahertz läuft. Security kommt später dazu und auch immer sehr wichtig, gehen wir davon aus, Sie haben mit Ihrem Produkt Erfolg. Wie bringe ich tausend, hunderttausende von diesen Geräten in den Markt, ohne dass ich jedes selbst konfigurieren muss, das automatisch konfigurieren kann? Vielfach geht die Diskussion hier los in einem IoT-Projekt, dem Netzwerklayer. Welche Technologie wähle ich? Eine Standardfrage, die auch bei uns viel kommt, ja, was ist jetzt die beste Technologie? Ist LoRa besser als Narrowband with IoT? Was soll ich nehmen? Es gibt keine richtige Antwort darauf, sondern das kommt wirklich darauf an, was Sie für Anforderungen haben, was Sie damit umsetzen müssen in Ihrem Produkt drin. Es sind viele Fragen, die Sie hier sich stellen müssen, zum Beispiel, wie weit will ich senden können? Muss ein Gerät, ist es draußen oder ist es im Gebäude drin? Muss ich durch Wände senden können? Bin ich in den Bergen? Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus? Topologie. Will ich, dass die Geräte untereinander kommunizieren oder will ich, dass die Geräte alle zu einem zentralen Funkmasten kommunizieren, ein Sternnetz haben? Die Kosten sicher immer ein zentrales Thema. Die lokalen Standards, die Gegebenheiten, es kann in Europa ganz anders aussehen, als wenn ich in Brasilien auf einem Feld eine Landwirtschaftslösung mache. Roaming, muss das Gerät nur in der Schweiz funktionieren, vielleicht noch im anderen Land, habe ich das relativ gut im Griff, oder muss es gleich weltweit gelauncht werden, sieht das ganz anders aus. Selbstheilend. Fällt ein Gerät aus, soll ein anderes die Funktion dieses Gerätes übernehmen? Update von der Firmware, aus meiner Sicht immer zwingend in einem IoT-Projekt. Wie läuft das ab? Gibt es hier Standards, die mich unterstützen, damit ich Zeit bei der Entwicklung spare? Also ganz viele Fragen, die bei Ihrem Produkt auf Sie zukommen, die sehr spannend sind, man sich lange darüber unterhalten kann, aber Sie müssen zuerst die Anforderungen haben, bevor man in diese Diskussion rein kann. Die Daten sind jetzt übermittelt von den kleinen Gerätchen und landen irgendwann mal in einer Plattform, meistens in einer Datenbank. Diese Datenbank kann ein Cloud-Service wie Azure von Microsoft sein oder AWS von Amazon, kann eine Google Cloud sein, um hier mal alle zu nennen, gibt sicher noch einige mehr, kann aber auch Ihre eigene Datenbank sein, die Sie hosten, wie eine Time-Series-Datenbank, Influx als Beispiel. Kann in Kafka, wenn Sie sehr viele Daten haben, in eine Streaming-Plattform landen. Oder natürlich, was auch immer ein Bestandteil ist, ist eine Workflow-Engine. Die Daten müssen zuerst transformiert werden, bearbeitet werden, um danach in einer Datenbank zu landen. Haben Sie Daten irgendwo vorhanden, greifen meistens danach irgendwelche Applikationen drauf zu. Sei es ein Smartphone, das Sie als Steuerung brauchen für den Kunden, für den Servicemitarbeiter, für die Überwachung. Vielleicht landet es in Ihrem ERP-System drin, Logistikinformation, wo sie ist der Luftbefeuchter abgeliefert worden, steht er noch dort, ich suche ihn, ist verloren gegangen, dass ich ihn wieder finde, entsprechende Daten drin. Ich mache eine ganze Steuerung von einem Fabrikgelände.
mit der Visualisierung auch der Daten zusammen oder eine normale Visualisierung, wo Sie Informationen sammeln und geschickt in einem Dashboard visualisieren wollen. Auch hier wieder natürlich die Auswahl, die Qual der Wahl, welche nicht ganz einfach ist. Für mich ein guter Spruch ist der hier, der S in IoT stands for Security. Ein Riesenthema. Stellen Sie sich vor, Sie haben heute ein Produkt, das haben Sie gelauncht und das können Sie 10, 15 Jahre in den Regalen stehen lassen und müssen es nicht verändern. Jetzt gehen Sie aber in ein vernetztes Produkt. Auf einmal sind Sie angreifbar. Das heißt, Ihr Thing, Ihr Device kann als Botnet verwendet werden, wenn die Firmware schlecht ist. Das Netzwerk, über das Sie übermitteln, kann angegriffen werden, kann Bugs haben. Die Plattform, Ihre Datenbank läuft auf einer Serverinfrastruktur. Haben Sie die Betriebssysteme im Griff? Fahren Sie die Service Packs nach? Die Applikationen, die Sie bauen oder einkaufen, sind die sicher? Gibt es SQL Injections oder irgendetwas anderes, das Ihr System kompromittieren könnte? Sie haben hier wirklich eine komplexe Landschaft, die Sie vorher so nicht hatten und sind laufend mit der Sicherheit beschäftigt. Aus meiner Sicht ein wirklich zentrales Thema in einem IoT-Projekt, das Sie nicht außer Acht lassen dürfen. Ich will in das erste Beispiel reinkommen. Wir haben intern bei Steinl in Einsiedeln unser Haus neu vernetzt. Und zwar wollten wir die Beleuchtung optimieren, zum einen die Beleuchtung in Gruppen schalten, sodass ein Gang gleichzeitig geschaltet wird. Wir wollten im ganzen Gebäude die Energie optimieren und zusätzlich von den Notstrommodulen, die in den Leuchten drin sind, vorschriftgemäß überwachen und diese Alerts, wenn etwas falsch läuft oder wenn es in den Notstromleinen läuft, nicht über das Gebäude, sondern über ein zweites Netz übermitteln, was nichts mit dem Gebäude selber zu tun hat. Zusätzlich haben wir dann auch noch die Sitzungszimmer visualisiert, um zu sehen, ist jemand aktuell drin, ist es frei in der nächsten Zeit. Vielfach sind sie ja reserviert, aber es sitzt niemand, kann vorkommen oder ist niemand drin, kann man es trotzdem nutzen und zusätzlich das Raumklima zu überwachen. Wir haben dazu auf dem Layer der Things, wenn wir jetzt die Gesamtlösung anschauen, haben wir drei Produkte eingesetzt. Zum einmal unsere Lampe, die RS Pro Connect. Von denen sind jetzt sehr viele hier im Einsatz. Die kommunizieren untereinander per Bluetooth Mesh. Und wir schalten sie so in Gruppen zusammen, damit sie gezielt eingeschaltet, ausgeschaltet werden können. Den True Presence Sensor verwenden wir für Klimadaten, Raumklimadaten und den HPD2 verwenden wir, um die Teilnehmer oder Leute in einem Sitzungszimmer zu zählen. Den HPD2 übermitteln wir direkt über das REST API, über das Internet, wenn wir den Netzwerk-Layer anschauen. Den True Presence und die RS Pro Connect haben wir so erweitert mit einem Modul, dass wir mit IP500, ein wirklich spannender Funkstandard, die Daten übertragen können. Kleine Klammerbemerkung, IP500 ist wirklich genial in Gebäuden, weil es überträgt gleichzeitig auf zwei Frequenzen. Fällt eine Frequenz aus, kann es nach wie vor auf der anderen übertragen und macht das auch Mesh-basiert. So haben Sie immer ein Backup-Netz, welches die Daten übermittelt und so das optimale Netz gewählt wird. Zusätzlich haben wir über LoRaWAN, der Things Network, haben wir die Alerts rausgeschickt, welche nichts mit dem Gebäude selber zu tun haben und auch funktionieren, wenn das Gebäude keinen Strom und kein Internet hat. Geht dann hier schlussendlich über die Swisscom in der Things rein. Die Datenbank, welche wir gewählt haben, ist Influx. Eine Time-Series-Datenbank, ideal für IoT-Geräte, für Sensordaten. Und dazu haben wir zwei Applikationen entwickelt. Als erstes mal die Open-Source-Lösung Grafana für die Visualisierung und eine eigene Applikation, mit der wir die Daten im Gebäude visualisieren. Ich will das hier mal zeigen. Gehen ins Grafana rein. Das sind jetzt Live-Daten, die ich jetzt hier sehe. Ich mache mal kurz noch einen Refresh. Ich sehe hier die Daten,
der Lampen, wann sie geschaltet haben, wann ein, ausgeschaltet, aller Lampen. Ich könnte hier die verschiedenen Bereiche, Gruppen, wie wir sie gruppiert haben, auswählen, um es gezielter anzuschauen. Was jetzt hier spannend ist, wir sehen den Totalverbrauch über den Zeitraum von den letzten 7 Tagen. Wenn ich jetzt mal zurückgehe in der Zeit, zum Beispiel in den Juni, sehen wir, wir haben dort im gleichen Zeitraum 7 Tage 10 Kilowattstunden gebraucht. Wir konnten durch diese Visualisierung den Energieverbrauch massiv runterbringen, und zwar indem, dass wir die Lampenschaltung so optimiert haben, dass sie wirklich dann schalten, wenn sie schalten sollen. Zum Beispiel hatten wir viele Fehlschaltungen von Lampen in den Gängen, die zu weit von den Sensoren gegangen sind. Wir haben die Lux-Werte optimiert, damit es nicht schon schaltet, wenn eigentlich noch genügend Licht vorhanden ist. Also man kann hier schon einiges, fast jetzt hier den Faktor 10 rausholen, wenn man so eine Lösung macht. Die zweite Visualisierung ist, wenn man das Ganze, schalte hier noch die Information weg, in einem Gebäude anschauen wollen. Wir haben das mit einer Firma zusammen gemacht, Archilogic, geniale Geschichte. Die machen anhand von KI, werden Gebäudepläne gescannt, und man bekommt danach einen Gebäudeplan, mit dem man wirklich interaktiv dann arbeiten kann. Belegungsplan der Sitzungszimmer, die man hier zum Beispiel sieht, sind 5 Personen drin momentan in dem Sitzungszimmer, wie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist, wie die durchschnittliche Belegung ausgesehen hat. Im Eingangsbereich, im großen Sitzungszimmer, wie jetzt ausgebucht ist als Beispiel. Oder im zweiten Stock haben wir noch als kleine Spielerei an einem Arbeitsplatz einen Desksensor montiert, der jetzt hier rot markiert, dass dieser Arbeitsplatz besetzt ist. Sie sehen sicher, um was es geht. Sie können hier sehr genial das ganze Gebäude visualisieren und Daten entsprechend einblenden und damit umgehen. Wir sehen, dass hier alle Lampen momentan ausgeschaltet sind. Klar, es ist Tag, und da sollten Sie auch entsprechend keine Helligkeit, also nicht eingeschaltet sein. Zweites Beispiel ist der Clever Stick. Steiner Solutions kann die Elektronik dafür machen. Elektronik für den Wanderstock ist etwas Spezielles, aber der Wanderstock selber ist schon sehr speziell, ist eine Schweizer Erfindung aus der Region. Der Wanderstock selber kann als Selfie-Stick, Kamerastativ, Stuhl, Lawinensonde und so weiter verwendet werden. Die spannenden Anforderungen bei diesem Produkt waren, dass der Clever Stick in den Bergen, dass man mit denen in den Bergen unterwegs ist. Die Idee ist, dass man ein Sicherheitsmodul hat, das heißt, wenn Leute im Schnee unterwegs sind, sei es auf Skitouren, Schneewanderungen oder auch sonst auf Wanderungen, eine Überwachung haben. Die Position soll in einem gewissen Rhythmus, momentan 10 Minuten, an eine zentrale Plattform übertragen werden, und wenn zum Beispiel die Person vermisst wird, findet man sie so wieder auf. Das ganze System soll so sein, darum easy to use, dass man nicht dran denken muss, soll sich selber einstellen, selber online gehen, selber die Daten übermitteln, und vor allem, es soll während 1 bis 2 Jahren Low Power ohne Batteriewechsel funktionieren. Zusätzliche Anforderung ist sicher auch, dass das Deployment weltweit passiert, in einem ersten Schritt Europa, USA und Japan. Wie haben wir das gelöst? Die Daten, Lokationsdaten, kommen per GPS, werden im CleverStick aufgefangen, ausgerechnet. Als Netzwerkschicht haben wir jetzt in dem Bereich Narrowband IoT und LTE-M verwendet. Beide Technologien, weil je nach Land wird die eine unterstützt und die andere nicht. Zusätzlich funktioniert Narrowband IoT im Roaming eigentlich sehr schlecht. Hingegen LTE-M ist das Roaming international gelöst, und ich kann es international gleich verwenden. Narrowband IoT hat hingegen wieder einen Vorteil, dass es ein bisschen weiter kommt, hat eine Hands-Coverage gegenüber von LTE-M, aber der Unterschied ist relativ klein.
Spannend ist auch, dass immer argumentiert wird, dass Narrow Bandwidth IoT der kleinere Stromverbrauch hat. Wir hatten jetzt auch im Zusammenhang mit dem Modulentwickler, das wir hier als Modem eingesetzt hatten, gesehen, dass es eigentlich genau umgekehrt ist. Auch hier trauen Sie keinem Datenblatt, wenn Sie die Lösung nicht zuerst selber ausprobiert hatten. In der echten Welt ziehen so Sachen einfach immer ein bisschen anders aus. Spannende Geschichte ist auch das Billing. Je nachdem, wie Sie die Sleep-Mechanismen wählen, hier haben Sie ganz verschiedene Kosten in den Modulen drin. Da könnten wir uns jetzt stundenweise darüber unterhalten. Ist auch sehr eine spannende Diskussion, aber das Webinar dauert jetzt nicht allzu lange. Damit das Deployment einfach geht und wir sehr viele Produkte einsetzen können, haben wir Lightweight M2M, Machine-to-Machine, verwendet mit dem Lesion-Server vom Eclipse-Projekt als Grundlage. Mit dieser Technologie, anstatt MQTT, was sonst so bekannt ist, habe ich viel mehr Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel in der September-Ausgabe von Polyscope, finden Sie einen Beitrag von uns auch zu dieser Technologie. Schauen Sie sich das mal an. Ist wirklich eine geniale Geschichte, weil gerade zum Beispiel der Firmware-Upgrade, was immer ein großes Thema ist bei so einem Gerät, schon gelöst ist. Als Plattform haben wir Postgres verwendet, zum einen die normale Datenbank und die Erweiterung mit den globalen Information Systems, dem GIS, ist ein super Stack, um globale Daten, Positionsdaten zu visualisieren und Berechnungen damit anzustellen. Die Daten landen dann in einem ERP-System drin, von Clever Design selber, und auf einer Webplattform, wo sie der Anwender danach sieht und bearbeiten und Einstellungen machen kann. Er kann ja auch hinterlegen, das Tracking soll alle 5 Minuten oder eine Minute passieren. Diese Information wird danach auch wieder über das Netz übertragen auf den Wanderstock. Warum haben wir hier zum Beispiel nicht LoRa verwendet? Narrow Bandwidth IoT und LTM kann mit 23 dBm senden, also 200 Milliwatt. LoRa hier in der Schweiz, Europa mit 14 dBm, das sind 25 Milliwatt. Ich habe ja also einen Unterschied von 8, ich kann hier 8-mal mehr Sendeleistung rausschicken und das ist vor allem in den Bergen wirklich entscheidend. Mit LoRa hatten wir viel das Problem, hatten auch mal Tests gemacht in den Bergen. Kaum ist man hinter einem Hügel, ist es schon fertig mit dem Transfer der Daten. Wir kommen viel weiter mit diesen zellulären Technologien. Und auch das Billing ist nicht teurer inzwischen bei diesen zellulären Geschichten. Wie sieht das Modul aus? Die Hardware-Modul, sicher spannend, wenn Sie es mal anschauen. Wir haben die Antenne. Die Antenne ist eine Multiband-Antenne, weil sie zum einen die verschiedenen LT-Bänder unterstützen muss und zusätzlich aber auch noch GPS. Alles in einer Antenne. Es ist eine Fraktalantenne. Dort ist das Antenna-Matching wieder etwas komplizierter, weil jedes Band einzeln gematcht werden muss, braucht aber nicht viel Platz. Wenn man das hier mal anschaut, ist ein Quick bescheiden für eine Sub-Gigahertz-Antenne vom Platzbedarf her. Dann sehen Sie das Modem. Das ist gerade so groß, dass es in das Rohr reinpasst. Das kleinste, was es gibt momentan. Also das LTE und Modem, was wir jetzt hier verwenden. Und den GPS-Rechner ist direkt drin integriert. LTE braucht eine SIM-Karte, zum Teil kann man das ins Modem direkt in den Chip integrieren. In dem Fall haben wir jetzt einen externen Chip, eSIM-Karte, dazugenommen. Den Bewegungssensor, der die ganze Geschichte ein- und ausschaltet, ohne dass der Benutzer einen Button drücken muss. Das Ganze läuft selbstständig. Der zentrale Microcontroller, ein Low-Power-Microcontroller, welcher wirklich auch wieder schläft, wenn das Ganze nicht in Betrieb ist. Ein bisschen Memory dazu, um Stände zu speichern, wenn gerade keine Verbindung ist. Und das Ganze wird über zwei AAA-Batterien gespeisen. Und mit diesen Batterien komme ich so, 1 bis 2 Jahre kriege ich hin. Was ich krass finde, das Ganze hat in einem 13 mm Carbonrohr Platz. Man kriegt also wirklich heute recht geniale Lösungen hin. Was man jetzt auf diesem Bild nicht sieht, ist die ganze Geschichte mit, weil es ein Carbonrohr ist, wie wir das Carbon behandelt haben, damit wir überhaupt mit der Antenne raussenden können. Haben wir Simulationen gemacht in Simulationssoftwaren, auch eine recht spannende Geschichte. Als kleine Takeaways von diesem
Webinar. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu starten, wenn Sie noch nicht gestartet haben. Aber wenn Sie starten, starten Sie bitte bei den Use Cases. Überlegen Sie sich, wo können wir gute Probleme lösen innerhalb der Firma, innerhalb von unseren Kunden. Starten Sie nicht mit Technologiediskussion. Das kommt danach. Ideal ist auch, wenn Sie einen Partner mit Erfahrungen für die Technologiediskussion beiziehen, der schon Umsetzung gemacht hat, weil meistens stimmen die Angaben zwar auf den Datenblättern, aber das sind Laborwerte und haben nichts mit der geografischen Gegebenheit zu tun und wo Sie Ihre Produkte launchen. Und es sind so viele Faktoren, die die Technologie beeinflussen. Seien Sie kritisch, was Sie hören. Ich habe letztens einen Flyer gesehen, da hat eine neue Technologie sich beworben und Sub-Gigahertz-Technologie mit 27 dBm Sendeleistung. Ja klar kann das Modul 27 dBm vielleicht senden, aber nicht in Europa. Dort ist es beschränkt auf 14 dBm. Sie können keine Zertifizierung, Sie kriegen das bei der Zertifizierung nicht durch. Das sind immer so kritische Sachen, wenn Sie so Dinge betrachten. Steinel Solutions selber bietet Ihnen aber auch Workshops an, das heißt, wir unterstützen Sie bei den Use Cases, machen Innovationsworkshops, wenn das für Sie ein Thema ist. Und unsere klassischen Bereiche natürlich die Entwicklung der Hardware, die Entwicklung der ganzen Software-Layers, die Sie jetzt hier gesehen haben, die Auswahl der richtigen Lösung und die Industrialisierung Ihres Produktes mit Zertifizierung und allem, was dazugehört. Bleibt mir Ihnen zu danken, dass Sie Ihre Zeit geopfert haben, diesen Folien zu folgen. Ich hoffe, die Corona-Zeit ist bald wieder entschärft und wir können uns wie anstatt virtuell wieder richtig treffen. Kommen Sie bei uns vorbei. So sieht es bei uns vor der Haustüre aus. Das ist unser Hausberg, sind die Mieten. Wir zeigen sie Ihnen gerne. Ich hoffe, das können wir schon bald machen. Jetzt sind wir offen für Ihre Fragen. Zögern Sie nicht, die zu stellen. Wir sind sehr gespannt darauf. Vielen Dank.